Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Wir sind immer noch gefangen, aber hier gibt es etwas, was uns weiterhelfen sollte, und zwar ein Bild. Und hier sieht man am Rahmen, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen, hier sieht man am Rahmen dieselben Symbole, wie man hier unten sieht. Ich weiß aber noch nicht, wie ich die jetzt einsetzen kann. Wir haben 6 Symbole. Jetzt schaue ich mir das nochmal genauer an. Sind die immer in derselben Reihenfolge? Hier offen. Dann kommt das Zackige. Dann kommt eine Raute. Ich mach mal offen, offen. Das geht ja so rum und das geht so rum. Also Dreieck nach unten. Dann das Kreuz, Raute oben. Warte mal, kann ich mir das merken? Ich schaue mal, ob ich mir das merken kann. Was hatte ich gesagt? Das ist ja doch ein bisschen schwieriger. Warte mal. Dann kommt dieses. Das hier kommt dann aber. Dann kommt die Raute, hatte ich gesagt. Hier habe ich gesagt, Dreieck oben. Ah, das ist jetzt aber. Ja, mache ich das mal auch einfach so. Wollen wir mal nochmal angucken hier? Ich schaue mal hier unten hin irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wo fängt's an, ne? Wenn ich hier oben gucke, ist das anders? Ja, ist das schon. Ne, ist dasselbe. Also so hier ist ein. Sind so. Kommt die Raute. Ach, und dann kommt die Spange ein bisschen weiter offen. Spange ein bisschen weiter offen, Kreuzraute. Spange ein bisschen weiter offen. Kreuz. Aber von der Reihenfolge komme ich jetzt durcheinander. Kreuzraute. Am Ende kommt, warte mal. Nicht umdrehen. Yep, nicht umdrehen. Ich will das doch anschauen. Oh, ich will das anschauen. Oh, jetzt dreht er das um. Nein, du sollst es wieder umdrehen, du Jepp, du. Dreh es um. Dreh es um. Oh, das könnte mich ausflippen hier, ne? Ha. Ich will kein Augensymbol. Ich will hier jetzt, dass du das umdrehst, du Vogel. Mann. Ja, schön, Bundelkund, bla. Dreh's um. Ja, genau. Genau. So. Auf mich anzuflüstern, während ich mich hier konzentrieren muss. Voll gruselig. Die letzten drei. Ja, dann kommt am Ende doch eine Raute. Spange offen, Kreuz, Raute. Kümmere ich mich erstmal darum, sonst komme ich wieder durcheinander. Spange offen. Kreuz, Raute. Ah! Yay, hat schon geklappt. Okay, dann waren die ersten drei ja richtig. Super. So, jetzt kann ich wieder raus. Will ich überhaupt raus? Ich will raus. Freu dich. Also, Jeb, du hast Captain Nemos Sachen wirklich gründlich durcheinander gebracht. Oh. Was haben wir hier? Schildsteuerung reagiert zu sensibel, bla blups. Ist das dasselbe, was wir hier? Mhm. Was nach meinem. Genau, Überlegungen darüber anstellen, was nach meinem Tod passieren wird. Die mit der Aufrechterhaltung des Schilds verbundenen Risiken genau ermitteln. Zufälliger Fang von Tieren oder Menschen während eines Sturms über Jahre auftretenden Ungleichgewicht. Erdbeben im Falle eines. Bla bla. Okay. Weißt du, Jeb, du kannst jetzt hier mal sitzen bleiben. Das ist auch alles durcheinander gebracht. So, und jetzt kann ich die Bilder. Ach, soll ich die Bilder wieder ranhängen? Ja. Okay. Aber wenn ich sie wieder ranhänge, dann sehe ich doch das Bundelkund 1800 blablabla bla bla nicht. Hm. Vielleicht war das ja wichtig. Dann lass das doch mal liegen.
Vielleicht schmeißt er die ja auch immer wieder runter. Jedes Mal, wenn ich jetzt runtergehe ins Wasser, dann schmeißt er die runter. Was ist denn jetzt mit der Spieluhr eigentlich? Und was ist mit dem Etikett? Das ist auch irgendwie merkwürdig. Mhm. Ja. Gut. Was mache ich jetzt? Genau, nochmal. Genau. Ich kann runter. Ist auch schlau. Mach mal deine Schleuse wieder rauf, weil ich gehe jetzt nochmal runter. Ich weiß nämlich, dass ich etwas nicht ausprobiert habe. Und das machen wir jetzt mal eben. Weil es bringt auch nichts, jetzt so zu tun, als wüsste ich es nicht. Ich weiß es nämlich leider. Ich habe mich gespoilert. Ich will nämlich gerne weiterkommen und rauskommen und das Spiel mal schaffen. Und deswegen weiß ich, dass ich hier hinten dieses Strömungsding ist, was es da zu tun gilt. Und da kann man nämlich schon was machen. Wo ist denn diese Stelle nochmal? Hier ist der Hubschrauber. Wo ist es denn? Wo ist das denn? Hier ist der Felsen. Nee, hier ist... Ich nehme an, dass dieses Rohr in der Höhle herauskommt, in der die Nautilus gesunken ist. Ich muss die Kabel schützen, die mit der Basis verbunden sind. Bla bla. Wo ist jetzt dieses Strömungsfelsending? Hier. Genau. Und hier setzen wir jetzt irgendwie unser Netz ein, was wir eingesammelt haben und basteln uns ein. Hier ist das Netz. Ha! Genau. Der Felsen muss durch das Erdbeben hierher gerollt sein. Darunter ist etwas. Ein Metallgitter. Am Grund spüre ich eine leichte Strömung. Ja. Oh. Jawohl, das klappt ja. Und jetzt müssen wir das Ganze... Was haben wir noch eingesammelt? Was können wir jetzt noch machen? Jetzt können wir... Können wir... Wo ist es denn? Wir hatten doch dieses... Da. Können wir die da... Und jetzt? Und nu? Ah. Schnell, weg hier. Ah. So, und das haben wir jetzt befreit. Und deswegen, können wir da jetzt überhaupt noch hin? Das ist unmöglich. Die Strömung ist dort zu stark. Das ist seltsam. Das Wasser war in diesem Bereich vorher ganz ruhig. Ja, wenn du da das Loch jetzt freisetzt und du hast doch selber gesagt, dass da drunter eine Strömung ist, was wundert sie sich? Egal, jetzt können wir da anscheinend auch eh nicht mehr hin. Macht ja auch nichts. Wir gehen wieder zurück. Das war jedenfalls das, was noch erledigt werden konnte. Was ist nun? Ach so. Ja, gut, dann gehen wir wieder raus. Das ist ja jetzt kein Ding. Jetzt gehen wir wieder. Hat Jepp schon wieder alles da chaotisch gemacht oder was? Soll ich das jetzt immer wieder eingeben, den Code? Ich komme doch jetzt hier einfach raus oder nicht? Das ist doch Quatsch. Glücklicherweise erinnere ich mich an die Kombination. Ach, echt? Ach so. Ah ja. Okay, sie muss es also immer wieder eingeben, aber man muss es selber nicht tun. So, der Jepp sitzt hier immer noch ganz unschuldig. Dann fängen wir das da auch wieder hin. Warum nicht? Dann doch nicht. Ist denn jetzt hier irgendwas, weil das Bild da nicht mehr hängt? Bisschen doof, dass ich das Bild weggehängt habe. Vielleicht brauchte ich das 1860-Dingsbums... Brauchte ich vielleicht noch, ich weiß es nicht. Was hat sich denn jetzt hier geändert, frage ich mich. Mach mal die Luke zu. Zack. Und dann gehen wir mal zurück. Und ich weiß nicht, kann man jetzt hier irgendwas machen, was vorhin nicht ging, weil das Strömungsdingens jetzt wieder... Und habe ich jetzt eigentlich noch meine... Nee, die Flasche und das alles ist jetzt schon wieder weg. Dann ist ja immer noch die Frage nach dem Gas, ne? Was war das denn jetzt? Was ist das? Leeres Probe. Probe. Na, dann kannst du dir eine Probe...
Zellenprobe Mina. Befindet sich eine Probe von lebendem Gewebe im Probenamen, leuchtet die LED-Anzeige grün. Gibt die Probe in den Analysator Nemos Labor, um sie zu analysieren. Um die Probe ohne weitere Analyse wieder zu entfernen, klicke auf die Schaltfläche auseinanderbauen. So, wir haben jetzt eine Probe reingeplatscht. Jetzt, wo kann ich die, wo muss man die jetzt hintun? Was mache ich jetzt? Aha. Wo kommt das Pröbchen denn jetzt hin? Hier kann ich drehen. Hier kann ich auch drehen. Und dann dreh mal. Dieses Gas habe ich schon in den Mischapparat gegeben. Da ist noch nichts drin. Ah, da kommt die. Ah, dann kommt die Probe da rein. Und dann kann man vielleicht nochmal drehen. Oder kannst du jetzt gucken? Ah, oh. Mina, Zellen. Zellen. Gibt es hier irgendwas Besonderes jetzt in ihren Zellen? Ja, das ist ja spannend jetzt hier, was ich hier mache. Das ist ja ultra cool. Aber irgendwie, das sind jetzt alles schöne, gesunde Zellen. Mina, geht's gut? Ist hier irgendwas jetzt anders? Dreh mal. Ah, und jetzt verändert sich das. Das hat sich doch jetzt geändert. Hat sich vielleicht mit den Zellen jetzt auch was verändert? Dreh mal nochmal. Muss ich jetzt die eine schlechte Zelle finden? Oder die genmanipulierte? Muss ich vielleicht von Jepp eher eine Probe nehmen? Mal, wir versuchen das mal. Jepp, du kriegst jetzt eine Spritzi. Ja, mein Kleiner. Lalala. Ach, ich muss ja das, die Spritze erstmal mitnehmen, ne? Zack. So. Zack. 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 Die ist doch. Ist sie jetzt leer? Ja, weil sie ja nicht grün leuchtet. So, Jeppi. Das ist jetzt leider so. Oh. Einfach mal so den Jepp gespritzt. Das fand er bestimmt total gut jetzt. So, die packe ich jetzt wieder hier rein. Die Kugel muss gereinigt werden, bevor ich eine neue Probe hineinlege. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie reinige ich den Kram denn hier jetzt? Ich hab doch kein Tuch oder was. Ihr macht mich verrückt mit dem Thymian. Reinige den Scheiß. Kannst du das damit reinigen? Reinige das mal. Wie kann man das denn mal machen? Bla bla bla. Ja, ja. Der Nemo redet als Geist mal wieder. Und wie kann ich jetzt hier... Mach doch mal was. Wie reinige ich das denn hier? Ich will den Zellenscheiß hier wegkriegen. Wie macht man das denn? Hiermit? Ah, ja, jetzt habe ich das nämlich, glaube ich, gereinigt. So. Wo ist jetzt die Spritze? Die kommt da jetzt... Ja, die Katze dreht wieder durch hier. So, zack. Und jetzt machst du mal an, das blaue Licht. Ah, guck mal hier, das sieht doch schon wieder ganz anders aus. Drehen wir mal hier nochmal am Rad. Kranke Zelle. Dieses grüne Zeug. Das ist das Gas, das bis ins Innerste von lebendem Gewebe eindringt. Also der hat kranke Zellen. Der hat gar keine tote Zellen und kranke Zellen. Oh nein. Also heißt das, der Jepp ist krank? Das ist ja schrecklich. Jetzt mache ich nochmal das andere Gas dazu hier. Und? Hast du jetzt irgendwas Neues entdeckt? Das ist schon heftig jetzt hier. Also ich mache mal beides, damit das wieder grün wird. Und drehe jetzt, damit das Grüne dazu kommt.
Boah, krass. Aber jetzt sind das jetzt mehr gesunde Zellen geworden, weil ich gedreht habe? Also neutralisiert das irgendwie, dass wir ihm helfen können? Er hat ja ganz viele kranke Zellen. Was ist denn jetzt? Yippie, du bist ja ganz krank. Oh nö. Aber sie sagt da auch irgendwie nichts jetzt zu, ne? Was mache ich denn jetzt? Hä? Vielleicht nur mal ein bisschen gelb. Aber hatte ich, glaube ich, schon, ne? Hatte ich schon nur gelb? Ja, sie hat ja jetzt schon was dazu gesagt, aber irgendwie fehlt halt hier fehlt einfach jetzt die Buddel mit dem Gas. Das ist halt das Ding. Kann ich das nicht irgendwie mal... Ja. Es wäre eine gute Idee, die Flasche mit Gas zu füllen. Ja, und da weiß ich halt immer noch nicht, wo. Wo ich das machen kann. Hier kommt ja immer irgendwie... Da kommt ja auch irgendwie Gas rein. Kann man das nicht irgendwo mal machen? Oh, was mich so nervt, ist auch, dass im Hintergrund hier irgendwie im Bereich da hinten, wo ich wohne, dass da die ganze Zeit so Bauarbeiten sind. Und man hört dann immer diese Stangen oder so, die immer aufeinander donnern. Und die Geräusche, das nervt von, das halt hier immer so. Ich hoffe, das kommt immer nicht so in die Aufnahme mit rein, aber ich glaube nicht. Ich weiß nur nicht, wo ich meine Flasche mal füllen könnte. Irgendwie, das ist doof. Ich werde den Schild nicht wieder hoch. Ja. Das willst du nicht machen. Da ist irgendwie ein schmieriger Ölfilm. Wo kann man das denn mal hier... Es wäre eine gute Idee, die Flasche... Ja, aber wie? Kann man eine abnehmen? Och, yep. Ja, da machen wir uns ja jetzt schon mal Sorgen, ne? Machen wir mit Blau nochmal hier. Naja, das bringt nicht viel. Gut, dann... Gibt ja hier nichts, wo ich... Nautilus, Piep. Ja, ich habe Gasflasche. Gas, ich will die Buddel irgendwie mal auffüllen. Ich hab's. Ich hab's. Es gibt doch, hier immer diese See, ich weiß, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Gibt doch immer diesen Bereich, wo dieses Schwefeldingssäure, bla. Vielleicht kann man die da mit Gas füllen. Vielleicht muss ich einmal raus. Geh mal nach oben. Das will ich jetzt mal wissen, ob das klappt. Dafür müssen wir zwar einmal raus jetzt, aber ist ja egal. So, hoch. Und dann nochmal raus. Ich habe mich ja immer schon im ersten Teil gefragt, was man da machen kann. Und damals explodierte da ja immer was in diesem Bereich. Aber diesmal können wir da vielleicht die Flasche ja füllen. Das wäre doch was, wenn das geht. So, es ist zwar voll der mega lange Weg, aber naja. Das macht ja total Spaß. So, hier, weil hier, wurde nie gebraucht. Kann man das hier? Heißes, schwefelhaltiges Wasser, nicht trinkbar. Ich dachte, das kann man vielleicht irgendwie als Gas benutzen. Geht das nicht? Oh Mann, oh. Oh, das hätte mich jetzt voll gefreut. Du sollst es auch nicht trinken, du sollst es irgendwie als Gas benutzen. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das vielleicht klappen könnte. Oh, es geht aber irgendwie nicht. Ist woanders noch eine Gasstelle? Die wir benutzen könnten? Weil die Idee, sich woanders Gas zu holen, ist ja vielleicht trotzdem nicht ganz falsch. Vielleicht war die Stelle nur falsch. Oh ja, kloppt da draußen rum. Ja. Dieses grüne Gas, kann man sich das holen? Wie kam ich jetzt? Ach ja, hier. Ach, das ist ja ärgerlich. Wo kriege ich denn jetzt mein Gas her?
Gehe ich jetzt wieder raus? Nein, jetzt gehe ich rein. Sehr schön. Ich will rein, nicht raus. Das wäre ja aber auch komisch wieder, ne? Wenn man so weit laufen müsste. Vielleicht hier unten irgendwo? Bei diesem Zeug hier? Bei diesem komischen Stroll? Kann man da sich irgendwie... Ich will Gas klauen. Kann man hier jetzt durch? Da klemmt was. Okay, da komme ich nicht durch. Dann woanders halt. Ja, dann sind wir wieder drinne im Boot. Also das... War unten irgendwie unter Wassergas? Ach, ich weiß es nicht. Mal gucken, ob ich es das nächste Mal dann schaffe. Ich denke, da sind wir doch ein Stück schon wieder näher gekommen. Ja, aber das ist ja traurig, dass der Jepp krank ist, ne? Jeppi. Einmal eine Streicheleinheit für den kranken Jepp. Boah, nicht, dass dem was passiert, aber vielleicht können wir den ja retten, ne? Wie geht's meinem kleinen Lieblingsaffen? Du hast kranke Zellen. Du bist krank von dem grünen Gas. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Ja, Mal gucken, wegen Gas. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.